So. Ja, wenn wir jetzt mal drauf vielleicht mal eingehen würden. Sag ich mal, du bist jetzt, glaube ich, mit. Oh, wie viel Abonnenten hast du jetzt? Auf irgendwas bei 200 noch was? 200. 350 habe 350 jetzt ich. schon. Ich glaube, letztes Mal Ja. hatte ich. Hast du nicht bei Weißkleinen noch irgendwas bei 270, 280 gehabt oder sowas? Ja. Genau. 250 habe ich irgendwann. Das war eigentlich mein Jahresziel, was ich mir so selber ein bisschen gesetzt habe, dass ich vielleicht die 250 noch erreiche. Aber irgendwie ist das jetzt heute oder so auf 350 hochgekommen. Ist Eigentlich auf jeden ganz Fall nicht cool. schlecht. Also, das ist auf jeden Fall 350 schon mal zu schaffen ist. Auf jeden Fall. Natürlich, dafür muss man, denke ich mal, auch eindeutig Zeit reinstecken. Ich denke mal, du steckst auch ordentlich Zeit mit rein, Oh ne? ja, ich habe fast für nichts anderes mehr Zeit. Na, das geht mir eigentlich auch so. Also, wie viel Zeit steckst du ungefähr in deine Arbeit? Das ist eigentlich fast meine komplette Freizeit. Das ist halt, also ich mache halt, also wenn ich Videos mache, wenn ich zum Beispiel Minecraft spiele, ich schneide halt die ganzen langweiligen Parts wie Rohstoff organisieren, ich schneide das komplett raus halt. Also Okay. es ist ganz selten, dass ich das drin habe und ich habe teilweise schon für ein Halbstunden-Video habe ich 8 Stunden gebraucht halt. Es kommt halt immer drauf an, was ich mache. Aber ist schon viel. Und Und du was musst zum Geier baue ich hier eigentlich? das schreibe ich auch gerade. Es sieht so ein bisschen aus, als wenn du Glowstone gerne verwenden würdest. Nee. Ich versuche gerade bloß irgendwie ein Muster Also, da kann man hinzukriegen. sagen, nach deiner Arbeit, sag ich mal, ist das LP deine Haupt-, also dein Nebenberuf, sag ich mal, Ja, mittlerweile schon. im Endeffekt schon, ja. Ja, gut, das kann ich auch so gut. Also, sag ich mal, bei mir auch nicht anders. Ich denke mal, glaube ich. Also, als ich zumindest noch richtig viel Zeit hatte, hatte ich, glaube ich, fast, ich sag mal, übertrieben, als ich noch nicht meine Freundin hatte und auch noch sehr, sehr viel Zeit hatte, glaube ich, habe ich, sag ich mal, ich lüge nicht, wenn ich sage, 16 Stunden am Tag investiert für Let's Plays. Also, eigentlich aufgestanden, Let's Plays. Den ganzen Tag YouTube, irgendwas surfen, irgendwas gucken, irgendwas lesen, irgendwelche Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten und so. Ja, mittlerweile hat man dafür natürlich nicht mehr ganz so viel Zeit, aber naja, gut, so ist das nämlich halt im Leben. Ja. Und ja, hast du dir auch so ein paar persönliche Ziele noch gesetzt, was du gerne erreichen möchtest auf YouTube? Ich sag mal, jeder hat natürlich. Ey! Ich habe sogar Jeder. ein Schwert. Also das größte Ziel, was natürlich der Hammer schlechthin wäre, wäre, wenn du irgendwann davon leben könntest. Ich glaube, das Ziel hat so ziemlich jeder Let's Player, der irgendwie, ja, das versucht irgendwie relativ ernst zu betreiben. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das wäre mit Sicherheit. Ja, das größte Ziel im Endeffekt. Aber ansonsten hoffe ich eigentlich bloß, dass ich halt, ja, keine Ahnung, halt dabei nette Leute kennenlernen, was mir jetzt schon relativ gelungen ist halt. Ich meine, man lernt so viele Leute kennen, wo Das man denkt, stimmt boah, allerdings, ja. krass, hätte ich nie gedacht, dass man den mal kennenlernt irgendwie. Aber wie gesagt, das allergrößte Ziel ist halt echt, dass man irgendwann mal davon leben kann. Das ist zwar sowas von weit weg, aber Ja, wer gut, weiß. was ich denn wir da drin zumindest das Problem sein, davon leben zu können, ist natürlich, wie lange du es machen kannst, natürlich, ne? Weil, naja, es geht, denke ich mal, ich sag mal. Spiele, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ob hier jemand sowas 30 Jahre lang machen könnte hier und auf 30 Jahre lang erfolgreich sein könnte. Keine Ahnung, dafür ist es noch alles viel zu jung. Das ist halt. Aber natürlich ein Das Anreiz ist ist halt. es auf jeden Fall. Also ich bemühe mich auch so ein, also ich würde es gerne auch schaffen, aber momentan bin ich auch davon auch noch weit entfernt, sage ich mal. Also natürlich weiß ich ungefähr, was ich verdiene. Ich könnte es natürlich auch sagen, was ich verdiene oder so, aber das will ich gar nicht sagen, weil ich glaube, das behält ewieso jeder für sich. Ich glaube, Kronk würde es auch niemals sagen, wie viel er verdienen würde. Ja gut, jeder kann es auch eigentlich nachsehen. Ich meine, da gibt es ja genügend Seiten, wo man das Ja, alles gut. einsehen kann, wenn es wirklich jemanden interessiert oder so. Aber im Endeffekt, es ist eigentlich auch, ich finde es nicht so wichtig, was jemand verdient. Ich meine, die Leute gucken das ja nicht um, das sag ich auch mal, dein Portemonnaie zu füllen, sondern die gucken ja eigentlich die Videos, weil sie Spaß Lust dabei, machen. genau. Also hofft man zumindest. Hoffentlich, ja. Ja, und naja, also ich sag mal so, ich bin schon ein bisschen näher dran, als ich zumindest am Anfang, als ich noch das Monetarisieren bei mir erlaubt war nachher, also als ich nachher natürlich offiziell Partner war, bin ich jetzt natürlich schon ein bisschen dichter dran. Wie nah ich natürlich dran bin, sage ich jetzt einfach mal hier nicht. Also es fehlt auf jeden Fall einiges, was damit ich davon leben könnte, aber sag ich mal so, wenn es so wie momentan aussieht, weiter aufsteigend ist, denke ich mal, dann. Sind die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht, aber wann das soweit wäre, wollen wir mal gucken. So, es ist doch ein Muster geworden, oder? Irgendwie so.
Es ist auf jeden Fall ein Muster drinne, ja. Es ist sogar, glaube ich, symmetrisches Muster, ne? Das passt sogar, Ja, glaube ich. bis auf irgendwie der Rand stimmt. Nee, aber naja, gut. Na gut, den Rand kannst du irgendwie anders noch machen. Kannst da Steine hinbacken oder sowas. Dann muss ich mir irgendwas irgendwie ja einfallen lassen. Aber Natürlich habe kriegt ich man irgendwas hin. Ich stand jetzt die ganze Zeit, die ganze Nacht jetzt hier oben bei dir. Ich kann natürlich jetzt auch einfach mal. Ich hätte auch einfach unten irgendwo mal reingehen können, aber ich habe. Doch, Fackeln habe ich noch. Sehen. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, was aus dem Stegreif zu bauen. Oh, Enderman. Oh, Scheiße, jetzt hat mich der Enderman gesehen. Ah! Oh, fick dich, Enderman. Guck dir an, der eine dreht da komplett durch gerade. Oh Wo ist ja, er der denn? springt gerade ein bisschen durch die Gegend. Wo ist er denn jetzt? Ich habe das Gefühl, ich habe die Minecraft-Sound sehr leise. Na, das kommt wahrscheinlich durch Skype halt. Da Ach, regelt das stimmt ja, immer das komplett Regelungsding runter. hat das ja wieder komplett runter geregelt. Ach, das habe ich vergessen. So. So, ich wollte eigentlich hier unten noch die Kohle abbauen. Machen wir Geräusche mal auf 100%. Da hat man wenigstens die Hühner einigermaßen. Das Wichtigste, Hühner. Ja. Da ist Evil Chicken, ne? Man weiß ja nicht, Aha. von wann es noch wieder lauert. So sieht's aus. So, jetzt haben wir doch direkt einen Fußboden. Aber bist du schon mal auf einem guten Weg? So viel, wie du jetzt schon in 20 Minuten geschafft hast. Echt, sind das schon 20 Minuten gewesen? Oh mein Gott. Ja. Wir haben schon 20 Minuten geschafft, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Ah. Ich brauche irgendwie noch mehr Steine, und Ja, Steine falls bringt mich jetzt ja nicht jemand weiter. natürlich auch noch fragt, nochmal genau, woher ich denn den Spice kenne oder warum ich ihn gewählt hatte. Also, wir haben halt damals das Vergnügen gehabt, Ultra Hardcore Season bei der Tyskar zusammen ein Team zu spielen. Genau. Und wir haben es eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen. Ich glaube, Ja, waren gar nicht so schlecht, ja. wir waren, glaube ich, zweitbestes Team, ne? Team drittbestes, glaube weil ich. Also ich bin, glaube ich. Wie war denn das? Ich Also, bin, glaube ich ich, weiß auf Dritter jeden Fall. geworden, du bist Vierter oder Fünfter geworden. Also wir haben uns das ja mit Tyska und mit Hose haben wir uns das ja gebattelt gehabt. Genau, wo ich sie abgelenkt hatte. Und ich habe Richtig, wo ihr du also ja dort die ganze ich. Zeit hin und her gelaufen bist und die haben ja ihre ganzen Pfeile auf dich verschossen und dich überhaupt nie getroffen, was total cool war. Und dann konnte ich ja irgendwie mich hinten ranschleichen und konnte dann dort halt dann Hose weghauen. Ja, ich hatte noch ein bisschen gehofft, dass du ein bisschen schneller wärst in dem Moment, damit du vielleicht die Tyska auch noch gleich mittaust, Ja, weil. ich musste dort shiften die ganze Zeit, dass die mich nicht sehen halt, weil ich hätte zwar dort ranrennen können, aber dann hätten die mich gesehen halt. Und ich habe mir die Videos dann im Nachhinein angeguckt und das hat schon funktioniert. Also die wussten, die haben zwar geahnt, dass ich komme, aber die haben mich halt überhaupt nie gesehen, was halt dann schon cool war. Das war auf jeden Fall schon episch, aber Ja, damals war ich auch so ein das. bisschen, schon ein bisschen, ah, das Spiel dauert zu lange. Man kommt ja immer dieses blöde Ende. Ja, Ultra Hardcore dauert schon ein bisschen so. Kleines bisschen Ja. Zeit. Gott, ich weiß gar nicht, wie lange das war eigentlich. Es war gar nicht, ich glaube, so lang. Es ging eigentlich. Also, ich glaube, ich hatte 8 Parts nachher irgendwie zusammen mit irgendwas 20 Minuten oder was das waren, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Also, das war schon 3 Stunden auf jeden Fall gewesen. Also ist auf jeden Fall schon 3 Stunden am Stück Minecraft aufzunehmen, ist zumindest für mich viel. Also, wer mich kennt, der weiß, Minecraft ist eigentlich nicht so. Minecraft und ich sind nicht so unbedingt die besten Freunde. Ja, du bist mehr Formel-1-Mensch, habe ich gesehen, ne? Ja, ich bin mehr dieses Rennsport. Ja, wegen dir habe ich mir übrigens Formel-1 2012 gekauft. Und dein Eindruck? Schwierig? Es ist nicht schlecht, aber ich habe halt kein Lenkrad, Ah, okay, gut. Ja, was mich dann halt schwieriger macht. Ich würde schon Lenkrad für Formel 1 auf jeden Fall haben. Ich glaube, mit Tastatur und so kannst du es komplett vergessen und Gamepad. Ja, es geht. Es ist halt bei weitem nicht so das Fahrgefühl. Immer annähernd, um genau zu sein. Aber es macht Spaß. Ich spiele es halt bloß ab und zu mal nebenbei. Ich hatte halt mal mit einem Kumpel so eine Koop-Meisterschaft da angefangen. Einfach mal so ein bisschen just for fun. Aber bei dem kackt das halt auch noch ab, das Spiel. Von daher ist es halt auch ein bisschen blöd. Ja, ich bin noch ein So. bisschen mehr am Verfluchen von Formel 1 da, also. Ich weiß auch nicht. Manchmal könnte ich das Spiel hassen. Haben wir hier irgendwo Sand? Hast du irgendwo Sand gesehen? Ich glaube, hier hinter dem Berg ist, glaube ich, ein bisschen. Ich Da glaube, eine unten? Wüste ist hier nicht in der Nähe. Ich Schade. habe auf jeden Fall mal so ein lustiges, kleines, vom Computer erstellten Gebäude schon mal gesehen, als ich hier rüber geflogen bin. Echt?
Ja, wenn du, glaube ich, jetzt hier geradeaus immer zuläufst. Ich glaube, das kannst du, so, wenn du hier stehst, glaube ich, wo ich gerade stehe. Wo bist du denn? Ich bin direkt neben dir. Ach so, dann kann, aber wenn du jetzt einfach hier gerade guckst, hast du Optifine drauf? Ah ja, dort, nee, das, ich sehe es. Und Das dort, ist. Das ist das. eine Witch, das ist eine Witch House, ist das? Ja, genau, da ist so ein Kessel Hexenhaus. drinne. Naja, genau. So, einfach klauen wir den Sand, weil hier halt. Weil ich brauche Glas. Ohne Glas kann ich nie leben. Diese Sand, ja, diese, mach mich mal auf den Weg in eine Wüste oder so. Mal gucken, ob ich irgendwas finde hier in der Nähe. Kann ich mal ein bisschen Sand mal holen? Mist. Ach Quatsch. Oder ich mache mich erstmal auf den Weg für was anderes. Und zwar. Ach, erstmal brauche ich. Ich nehme mir noch ein Schwert mit. Dann gehe ich auf jeden Fall mal einmal in eine Höhle oder so und gucke mal, ob ich da vielleicht so ein bisschen Eisen finde schon mal. Ja, ich klaue dabei ein bisschen den Strand hier und mache den einfach mit Erde weg. Da wird der Strand halt ein bisschen kleiner, aber. So. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. So. Bis jetzt sieht das Haus hier noch nicht viel aus. Da hast du noch knapp über eine Stunde Zeit auf jeden Fall. Also, ich denke, wird schon irgendwie noch hängen. Haben Ist wir noch einen irgendwas hin? Ofen schon hier? Nee, ne? Nee. War Ofen haben wir fix, noch ne? nicht, aber Steine haben wir ja da. Ja, dann. Ich Ich habe brauche. noch nicht alles vorbereitet. Ich war ein bisschen faul. So. Kohle hast du irgendwo, hast du gesagt, Ich ne? habe jetzt, glaube ich, das auf der rechten Seite oben, glaube ich, in der zweiten Truhe oder so, glaube ich, ist Kohle drin. Ah ja, ich sehe es. So. So, hoppa, 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 hoppa. Haben wir dieses Berg aufsteigen hier? Ja, weil du sagst, Alfons, du kannst es nicht vorstellen, einen kompletten Kanal um Minecraft aufzubauen. Also komischerweise, ich habe viel Spiele gespielt früher und seit Minecraft spiele ich fast nur noch Minecraft. Das ist echt krass. Also ich habe noch nie die Lust dran verloren irgendwie. Ja, weiß nicht, also ich irgendwie. Also irgendwie, weil ich sag mal, also ich bin nicht so der kreative Typ eben halt. Also ich habe irgendwie nicht diese Ideen, irgendwas zu bauen. Also ich hätte schon Interesse, mal wirklich was Interessantes zu bauen. Sowas wie eben halt eine Farm oder solche Farmmaschinen. Also ich denke mal, sowas könnte ich vielleicht noch bauen. Aber eben halt sowas richtig Komplexes, wie solche richtig. Es gibt da Leute zum Beispiel, die ja, die bauen zum Beispiel irgendwie so einen Leuchtturm, wo sich oben das Licht immer richtig schön im Kreis dreht und so weiter. Ja, hab ich auch schon mal gehört. Und oder irgendwie eine Uhr irgendwie, sodass das eben halt exakt irgendwie nach 5 Minuten irgendwie wieder alles abgeendet wird oder sowas. Sowas hätte ich mal Interesse daran zu bauen, aber wenn ich denn dran denke, dass ich denn sowas eben halt im normalen Survival-Mode spielen soll, weil ich kann mir es irgendwie auch nicht vorstellen, im Creative-Mode zu spielen. Sicherlich interessant, allerdings wäre mir es irgendwie auch dann, so wie du gesagt hast, irgendwie, da fehlt mir irgendwas, dieser Kick oder Es wird so. zu langweilig, ja. Ja, Geht und auch. dann. Wenn ich zum Beispiel das dann spielen würde, einfach im Survival-Mode und würde dann eben halt so was Riesiges wie so ein Leuchtturm da bauen, wo sich das Licht eben halt dann immer dreht von alleine. Wenn ich dann dran denke, wenn ich zum Beispiel sehe, wie lange ich schon an so ein Haus brauche, dann möchte ich nicht wissen, wie lange ich an sowas brauchen würde, weil ich eben allein schon mal gar nicht die Idee hatte. Ich müsste mir erst dafür irgendwelche Tutorials angucken, wie sowas geht überhaupt. Und ja, ich denke mal, so wäre es bei mir auf jeden Fall. Ich würde wahrscheinlich dann allein nur 200 Episoden brauchen oder sowas, bloß um diesen einen Turm da fertigzustellen. Und ich glaube, bis dahin hätten, glaube ich, schon alle Leute schon abgeschaltet, weil gesagt, kommt's ja gar nicht voran und sowas. Ja, manche sind auch ungeduldig, aber pff, ich meine, manche Sachen brauchen halt einfach ihre Zeit. Vor allem, wenn man es halt im Survival macht. Und ja, pff. Aber ich habe da das Glück, ich habe da recht, wie soll ich sagen, recht geduldige Abonnenten. Weil ich brauche halt für meinen, wie gesagt, für mein Projekt auch schon ewig. Aber ich glaube, die Leute freuen sich trotzdem jedes Mal, wenn was Neues dran passiert. Ja, natürlich. Ich denke mal auch, ist auf jeden Fall auch immer wichtig, auch auf jeden Fall auch immer Material zu bringen, sag ich mal. Denn, weißt, denk mal, Leute abonnieren dich ja um wahrscheinlich sowas. Ich würde mal sagen, YouTube ist, sag ich mal, so ein bisschen wie das deutsche Fernsehen heutzutage, sag ich mal. Also, jeder abonniert eben halt das und hofft, dass seine Serie, sag ich mal, wieder zu sehen ist an den Tag und so. Eben halt mit den, sag ich mal, üblichen 15 Minuten oder vielleicht auch 20 oder manche machen ja vielleicht auch 30 Minuten, ist ja mal abhängig vom Let's Player und was für eine Internetleitung er hat.
Ja, also bei mir gibt es eigentlich selten 15-Minuten-Videos. Also ich lade halt nie täglich hoch, weil das